du mal einen Curry oder eine Paella machen? Paella habe ich noch nie gemacht, nehme ich mir vor für die Zukunft. Aber ich kann ja schon mal mit einem Curry starten. In unser Curry kommt Knoblauch, Zwiebel, Tomate, Pilze und Pute. Außerdem gibt es Papadam und Reis dazu. Das Ganze ist natürlich aber trotzdem eine sehr eingedeutschte Version von einem Curry. Der Reis kocht dann schon mal und wir braten als erstes die Putenbruststücke an. Die kommen dann aber nochmal raus aus der Pfanne, damit ich das Gemüse auch schön anbraten kann. Ich habe hier in unserem Vorratsschrank jetzt noch so eine Knoblauch-Ingwer-Paste gefunden. Die haue ich jetzt auch noch mit rein. Zack, rein damit zusammen mit dem Currypulver und so einer scharfen Soße. Und beinahe hätte ich die Tomaten vergessen. Fehlt noch Kokosmilch und das Fleisch, dann sind wir endlich fertig. So, ich habe fertig gekocht und decke jetzt den Tisch und dann wird gegessen. Ich habe das Salz im Reis vergessen und das Salz in der Soße. Kira, kann man es trotzdem essen? Schmeckt gut.